In nahezu allen Industriebereichen stellt die Luftreinhaltung am Arbeitsplatz eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Gesundheit und Produktivität der Mitarbeiter dar. Beim Schleifen, Fräsen, Schmelzen und Lackieren entstehen in der Atmosphäre am Arbeitsplatz Gase, Dämpfe oder Rauch. Für die Menschen sind das oft hochgefährliche Schadstoffe. Sie müssen abgesaugt und gefiltert werden. Das Unternehmen Keller Lufttechnik am Fuße der Schwäbischen Alb ist seit über 100 Jahren Spezialist für maßgeschneiderte Absauglösungen und Filtersysteme für die Industrie. Den Slogan Maßstab für reine Luft haben wir uns gegeben, weil wir versuchen, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit unter ein Dach zu bekommen. Mit dem System Hydron Plus wurden jetzt erstmals das Nass- und Trockenabscheideverfahren in einer Lösung kombiniert. Die kompakte und universell einsetzbare Anlage ist bereits zum Patent angemeldet. Der große Vorteil für die Umwelt ist, dass mit diesem Gerät Reinluftrückführung betrieben werden kann. Das heißt, die gereinigte Luft wird zurück in den Arbeitsraum geführt und dadurch kann sehr viel Energie eingespart werden. Das System ermöglicht einen umweltschonenden Kreislaufbetrieb der Waschflüssigkeit und spart damit erhebliche Mengen an Wasser ein. Der Hydron Plus wurde quasi vom Markt gefordert. Es war der Bedarf für ein Gerät vorhanden, welches kombiniert aus Trocken- und Nassabscheidung besteht. Die mit Partikeln beladene Luft strömt durch den erzeugten Unterdruck in das System. Hier wird mittels einer Pumpe Waschwasser zugeführt. Durch die erzeugten Turbulenzen entsteht ein homogener Tropfenschleier, den die verunreinigte Luft passieren muss. Die Partikel werden an die Tropfen gebunden. Danach wird die beladene Waschflüssigkeit wieder aus dem Luftstrom entfernt. Die Produktion für die Geräte hat bereits begonnen. Wir werden auf den nächsten großen Fachmessen den Hydron Plus ausstellen. Und der Vertrieb arbeitet bereits daran, das Gerät zu vermarkten.